Meine Damen und Herren, Sie kennen die Geschäftsordnung des Hauses. Der Ministerpräsident hat also 19 Minuten über die Redezeit gesprochen. Deshalb wächst jeder in der Aktuellen Stunde jeder Fraktion diese 19 Minuten noch einmal zu. Ich weise auch darauf hin, in der Aktuellen Stunde kann jeder Redner nur einmal das Wort ergreifen. Jetzt kommt der Kollege Schäfer-Gümbel. Bitte, habt ihr euch geeinigt, anders, dass die Fraktionsvorsitzenden zweimal, was zweimal, dreimal, unendlich? Also gut, das Wort hat der Fraktionsvorsitzende der SPD, Schäfer-Gümbel. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir können unserer Partei keine Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union empfehlen. So Claudia Roth im Oktober 2013. Angela Merkel vor wenigen Wochen: Auf absehbare Zeit ist die deutsche Sozialdemokratie nicht regierungsfähig. Der Ministerpräsident ruft von hinten zu, das stimmt, damit es im Protokoll steht. In den Wochen des Respekts und nach seinen Ausführungen, die sich zu einem Drittel mit der Sozialdemokratie beschäftigten und der am Ende dann wieder so tat, als ging es ja dann doch irgendwie um ein großes Gemeinsames, zeigt das ein bisschen, ich sage mal freundlich, um kein rügenfähiges Wort zu verwenden, widersprüchlich in dem, was ich gelegentlich in den Sonntagsreden einiger Vertreter auch hier im Hessischen Landtag höre. Die deutsche Sozialdemokratie war nicht daran beteiligt, dass Jamaika gescheitert ist. Dass Sie das hier miteinander diskutieren, ist Ihr gutes Recht. Machen Sie das, geht uns nichts an. Wir haben natürlich ein paar politische Punkte mit zu bewerten, keine Frage. Ich habe beispielsweise sehr zur Kenntnis genommen, dass die FDP im Anschluss an die Verhandlungen erklärt hat, dass die Verhandlungen durch die Bundeskanzlerin chaotisch, wenig organisiert, wenig zielführend organisiert waren. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass diese Einschätzung von Robert Habeck, dem Landesvorsitzenden von BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN aus Schleswig-Holstein, in den letzten 48 Stunden ausdrücklich geteilt wurde. Ich habe das zur Kenntnis genommen. Das spricht ein bisschen dafür, dass auch die Botschaften anderer, dass die Bundeskanzlerin mit ihrem Politikstil und ihrer Art, Verhandlungen zu führen, das ist ja auch nicht ganz neu, es gibt ja auch auf unserer Seite Erfahrungen damit, nicht immer ganz zielführend ist und dass das große Lob, das eben auch versucht wurde, vielleicht nicht ganz richtig ist. Es könnte auch sein, dass Frau Merkel am Wochenende nicht nur an ihre Grenzen geraten ist, sondern sehr wohl gescheitert ist mit dem, was sie dort in Berlin versucht hat. Ich stelle das an den Anfang, weil die Oberflächlichkeit der Debatte auch in den letzten 20 Minuten und in manchem Beitrag zuvor ein Teil des Problems ist. Deswegen würde ich gerne einige grundsätzliche Bemerkungen machen. Vor der Bundestagswahl und auch nach der Bundestagswahl, ich habe das gestern mehrfach wiederholt, auch öffentlich, gab es sehr viele, die auch mit Blick auf die Große Koalition gesagt haben, erstens, der Vorrat ist verbraucht, diese Koalition ist ein Schaden fürs Land, diese Koalition stärkt die Ränder, insbesondere den Rechtspopulismus in diesem Land. Deswegen darf es keine österreichischen Verhältnisse geben. Wir haben gehofft, die Große Koalition in Berlin abzulösen durch eine von der Sozialdemokratie geführte Regierung. Wir haben zur Kenntnis nehmen müssen, dass am 24. September die deutsche Sozialdemokratie eine bittere Niederlage, die schwerste in der Nachkriegszeit, eingefahren hat. Und unser Wunsch, eine eigene Bundesregierung anzuführen, keine Mehrheit gefunden. Sind damit automatisch die Argumente, die gegen eine Große Koalition von so vielen Beobachtern, von so vielen politisch Beteiligten formuliert wurden, null und nichtig? Nein, sie sind es nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie sind es nicht.
nicht in eine Regierung einzutreten, per se als verantwortungslos. Ich habe noch ganz andere Worte, die mich teilweise an die 20er Jahre erinnert haben, in den letzten Tagen von Vertretern aus Jamaika-Parteien gehört. Als nicht verantwortungsbewusst zu beschreiben, ist, wenn wir das ernst nehmen, was wir vorher gesagt haben, nicht akzeptabel. Es ist nicht akzeptabel. Wenn es richtig ist, was in der Sonntagsrede von eben auch zum Ausdruck kam, dass wir die Ränder nicht stärken dürfen, dann muss man diesen sehr systematischen Punkt zumindest sehen. Und ich will das offen sagen. Ich habe das in meinen eigenen Reihen gesagt, damit das auch mal in der Zeitung steht. Wer glaubt, dass man per se in einer Opposition sich erneuert, der glaubt an den Weihnachtsmann. Eine Partei wie die Deutsche Sozialdemokratie muss immer in der Lage sein, sich weiterzuentwickeln, egal ob sie regiert oder in der Opposition ist. Es ist völlig egal, in welchem Zustand wir sind. Aber wir müssen mit Blick auf die Entwicklung in Österreich sehr wohl in Betracht ziehen, dass diese Entwicklung nicht das Ende erreicht hat, weil die Frage der Erkennbarkeit gerade der beiden großen Volksparteien zu unklar war in der Vergangenheit. Sind sich doch fast alle einig. Und jetzt ist die Frage, wenn Sie etwas zu sagen haben, Herr Bouffier, können Sie ja noch einmal herantreten. Wir haben ja noch ein bisschen Redezeit heute. Ich bin bereit, das alles mit Ihnen zu diskutieren heute, weil wir, glaube ich, an einem in der Tat sehr substanziellen Punkt sind für die weitere Entwicklung. Übrigens auch, weil Sie offensichtlich bestimmte Bemerkungen nicht verstanden haben, aber dazu komme ich später noch einmal. Dass wir an dieser Stelle ernsthaft darüber, über Überheblichkeit, Herr Ministerpräsident, nehme ich von Ihnen keine Belehrungen an. Der Ministerpräsident ruft rein, auch das wäre überheblich, an der Stelle hat er ausdrücklich recht. Wenn das aber alles so ist und wir möglicherweise nach Auflösungen suchen, und ich rede jetzt nicht über den Jamaika-Teil, weil der interessiert mich heute nicht, das ist eine Frage, die die beteiligten Parteien zu klären haben, dann werden wir uns einmal anschauen müssen, was ist denn ansonsten passiert. Und da will ich noch einmal zurückkommen auf das Zitat von Frau Merkel. Und Sie haben eben ein paar Bemerkungen gemacht, Herr Ministerpräsident, zum Thema Soli-Vereinbarung. Ich habe mich ja gefreut, dass das Modell, das die Sozialdemokratie entwickelt hat, auch eine gewisse Rolle gespielt hat. Aber der entscheidende Punkt ist, und das ist doch das, was der FDP Sorge macht, genau das haben Sie vor 8 Jahren schon einmal in einem Koalitionsvertrag vereinbart gehabt. Und da komme ich jetzt einmal an einen Erfahrungshorizont, wenn wir über Respekt reden. Die Erfahrung haben wir doch auch gemacht, dass Sie am Ende die Verträge mit uns gebrochen haben, z.B. bei dem Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit. Zum Beispiel bei der Entschließung des Deutschen Bundestages über den Fiskalpakt und die parallele Einführung der Finanztransaktionssteuer, z.B. bei der Frage der Revision der Mietpreisbremse, zum Beispiel bei der Frage von Steuerdumping bekämpfen, bis zu dem Punkt, dafür können Sie wieder um allerdings nichts, dazu, dass die bayerische CSU den mühsam erarbeiteten Kompromiss zur Erbschaftssteuer durch Verwaltungshandeln hinterlaufen hat. Das ist die Erfahrung, die wir mit Vertragstreue aus Ihren Reihen haben. Und dazu kommt, Herr Ministerpräsident, und dazu kommt dann all die Häme, die Sie in den letzten Jahren bei jeder Gelegenheit immer getreu dem Motto Mehrheit ist Wahrheit immer in diesem Haus ausgießen. Solange Sie der Bestimmer sind, so haben Sie sich ja selber ausgerufen, solange Sie der Bestimmer sind, ist alles okay. Aber genau das hat mit demokratischem Respekt nichts zu tun. Und das werden Sie irgendwann einmal lernen müssen. In diesem Kontext will ich auch eine Bemerkung an BÜNDNIS 90 die GRÜNEN machen bzw. an meinen Freund Tarek Al-Wazir. Ich habe das gestern ja schon einmal angedeutet. Wenn der Kollege Al-Wazir am Montag, und das ist das zweite Mal in den letzten 24 Monaten, dass das passiert, die SPD, und zwar in klarer Absicht, in eine Reihe der Politikverweigerung mit der AfD gestellt wird,
Der Kollege Partsch hat sich dafür klargestellt, was er vor zwei Jahren gemeint hat. Das ist kein Unsinn. Das hat der Kollege Al-Wazir, er hat es wörtlich formuliert. Ich rede jetzt, Herr Al-Wazir, Sie können gerne auch nach vorne kommen. Ich habe heute alle Zeit. Für Sie nehme ich mir heute alle Zeit der Welt. Es ist bedenklich, dass mit, und das ist die Reihenfolge, die er ausdrücklich aufgezählt hat, AfD, Linke, SPD, nun auch der FDP im Bundestag eine Mehrheit von Parteien gebe, die nicht regieren wollten. Ich sage Ihnen noch einmal, ja, also mit Verlaub. Es gibt immer zwei Ebenen, Herr Schwarz, in solchen Sätzen. Die eine ist die erste Ebene, wo es darum geht, zu beschreiben einen Mechanismus. Und das zweite ist eine Einordnung in eine Linie. Und ich habe das schon sehr verstanden. So viel verstehe ich von Sprache, was damit gemeint ist. Und ich sage Ihnen, ich bitte Sie inständig darum, Frau Dorn, weil ich weiß, Sie verstehen davon noch mehr als viele andere in diesem Haus, sensibel an solchen Punkten zu sein, wen Sie in welche Traditionslinie mit wem stehen. Ich sage Ihnen das in aller Offenheit. Ich sage Ihnen das in aller Offenheit, weil wenn das alles richtig ist, was man über Respekt hier eben gerade gehört hat, Herr Ministerpräsident, dann sind das die Fragen, die entscheiden, ob es aus einem Verantwortungsverhältnis wieder ein Vertrauensverhältnis geben kann. Und ich habe Ihnen vor anderthalb Jahren gesagt, zwischen uns ist es inzwischen andersrum. Es gibt für uns, zwischen uns beiden kein Vertrauensverhältnis mehr, es gibt ein Verantwortungsverhältnis. Das haben wir an vielen Stellen auch getragen in diesem Landtag. Aber die Frage, ob daraus mehr wieder wird, das ist keine Frage, die richtet sich nur an uns. Und die Frage, ob Sie die Mehrheit haben. Das spielt auf ganz anderen Ebenen eine Rolle. Wir werden sehen, ob es dazu irgendeine Form von Perspektive gibt. Damit komme ich zu Ihren wunderbaren Bemerkungen zum Thema Minderheitenregierung. Wer nicht verstanden hat, dass ich gestern versucht habe, Denkblockaden zu überwinden, der hat in der Tat in den letzten Tagen gar nichts begriffen. Gar nichts. Dass wir in einer Art Basisdemokratie im Deutschen Bundestag über eine ganze Periode miteinander in den unterschiedlichsten Konstellationen reden, um weiß Gott was für Mehrheiten hinzukriegen, daran glaubt in der Tat niemand. Aber wer angesichts des Scheiterns von Jamaika am Wochenende, der objektiv schwierigen Situation vor österreichischen Verhältnissen, nicht anfängt, darüber nachzudenken, ob es andere Optionen zwischen einem simplen und aus meiner Sicht nach wie vor falschen einfach weiter so wie in den letzten vier Jahren oder den Neuwahlen diskutiert, der muss irgendwann einmal anfangen, auch Beispiele zu nennen, was gehen kann. Und Ihr Hinweis zu den hessischen Verhältnissen, der ist natürlich grundfalsch, legt aber abermals Ihr Demokratieverständnis zutage. Erstens, wir haben hier in der Tat die Studiengebühren abgeschafft. Wir haben zweitens das im Übrigen durch konstruktive Mitarbeit des damaligen Finanzministers hingekriegt. Zu der Frage konstruktive Mitarbeit komme ich gleich noch einmal. Zweitens, wir haben die Härtefallkommission hier unter anderem auf den Weg gebracht. Wir haben drittens diesen G8-Murks, den Sie angerichtet haben, revidiert. Da sind die Einstiege nämlich gemacht worden auf das Chaos, das Sie vorher angestaltet haben. Und da komme ich zum Thema Konstruktivität der Regierung in demokratischen Verhältnissen. Ich sage noch einmal, hier ist die erste Gewalt. Dieser Landtag hat mit Mehrheit entschieden, die Rückkehr des Bundeslandes Hessens in die Tarifgemeinschaft der deutschen Länder. Dann hat sich ein gewisser Innenminister Volker Bouffier hier hingestellt und hat erklärt, als Bestimmer, dass der Hessische Landtag beschließen könne, was er wolle, er würde es niemals umsetzen. Und so war's. So war's. Und das ist der Punkt Ihres inakzeptablen Demokratieverständnisses, wenn Sie nicht die Mehrheit haben. Ihr regierungsautoritäres Demokratieverständnis ist Teil des Problems, in aller Klarheit.
Und ich sage Ihnen, wenn Sie von dem Baum nicht irgendwann runterkommen, dann wird es in der Tat schwierig, weil Sie können sich nicht immer hier in Sonntagsreden hinstellen und so tun, als wären Sie derjenige, der Leute verbindet, aber dann, wenn es um die Sache geht, anschließend das Gegenteil tun. Das werden wir zumindest nicht akzeptieren. Das ist ein Politikstil, der ist so etwas von gestern, wie wenig andere, die ich in den letzten Jahren erlebt habe. Und damit kommen wir dann doch zum eigentlichen Problem, wenn wir über das Thema Minderheit reden. Wenn wir über das Thema Minderheit reden, dann wird doch das Problem auffällig, was doch in den letzten 4 Jahren schon ein Riesenproblem in Berlin war, dass die Unionsfamilie in sich inhaltlich zerrissen ist bei zentralen Fragen wie keine andere Partei und Fraktion. Bei Migrationsfragen, bei europäischen Fragen, insbesondere auch bei der Frage Euro und vielem anderen mehr. Der Riss geht mitten durch Ihre Linie. Die Wilds auf der einen Seite, der Sozialflügel auf der anderen Seite, die bayerische CSU mit ihren unterschiedlichsten Teilfraktionen. Und Sie müssten in der Tat mal ein paar Positionen bei sich klären, die mehr sind als Überschriften. Das ist doch Ihr Kernproblem. Deswegen scheuen Sie, dass man überhaupt über diese Variante nachdenkt. Und noch einmal. Mir geht es darum, Denkräume zu eröffnen, wenn ich über die Minderheitenoptionen rede. Und damit komme ich zum größten und wichtigsten Thema aus meiner Sicht überhaupt. Wenn es eine Klammer in dieser Periode im Deutschen Bundestag gibt, die ich sehe, die Fraktionen und Parteien zusammenführen kann, dann sind es die großen europäischen Fragen. Ich glaube, dass wenige verstanden haben, außer dem französischen Staatspräsidenten Macron, bei all der Kritik, die man auch an bestimmten Teilelementen halten kann, dass die Frage des Zusammenhalts Europas nach dem Brexit bei den großen Herausforderungen, die wir ganz ausdrücklich bei der Neukonstruierung des Euros haben werden, bei der Frage, wie wir einen Finanz- und Sozialpakt in der Europäischen Union hinbekommen, was ein Bild! Die Staatschefs aller Länder Europas versammeln sich, um die Sozialunion zu gründen. Wer fehlt? Die Bundesrepublik Deutschland. Das darf nicht passieren. Wenn es eine Klammer in der nächsten Periode gibt, dann ist es die europäische Frage. Und das rufe ich Ihnen mal so nebenbei zu. Wenn es einen Grund gibt, in dieser Periode vor dem Hintergrund der gemachten Erfahrungen, unter anderem mit Ihnen nicht als Person, sondern sozusagen in der Struktur der letzten Monate zu gehen, dann sind es diese Fragen. Weil die europäische Frage wird mehr als alles andere in den nächsten Jahren entscheiden. Welche Form von Handlungsfähigkeit wir überhaupt noch im demokratisch-liberalen System haben werden im Vergleich zu dem Anwachsen staatsautoritärer Systeme auf der ganzen Welt. Europa ist in der Tat umgeben von vielen, vielen Krisenherden. Europa hat in den letzten Jahren leider zu wenig Handlungsfähigkeit bewiesen. Und natürlich gibt es auch in unseren eigenen Reihen muntere Debatten darüber, was die richtige Antwort ist. Die gibt es mit am schärfsten in Ihren Reihen. Aber dass das Europa das zentrale Element der Lösung zentraler Fragen ist, das muss ich doch der Partei Konrad Adenauers nicht erklären. Wenn es einen Grund gibt, zusammenzuarbeiten, dann den wenig andere sehe ich, weil ich nicht weiß, wo es herkommen soll. Damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, will ich dann doch noch einmal zum Ende kommen. An Ihren Appell zum Thema demokratisches Miteinander. Ja, es wäre aller Ehren wert, in einem anderen Verhältnis miteinander zusammenzuarbeiten, das sich nicht nur an der Linie festmacht. Manchmal blitzt es auf, dass es hingeht, aber an vielen Stellen nicht. Dass der Grundsatz seit Roland Koch, Mehrheit ist Wahrheit, dass dieser Grundsatz nicht das bestimmende Element im Hessischen Landtag und anderswo ist. Der in der Tat für mich bedeutendste Ministerpräsident unseres Landes, Georg August Zinn, hat den denkwürdigen und wichtigen Satz gesagt, Demokratie ist mehr als eine Staatsform. Demokratie ist eine Lebenshaltung. Das setzt in der Tat voraus den wechselseitigen Respekt, den wir alle gelegentlich miteinander vermissen lassen. Da nehme ich mich ausdrücklich nicht aus. Daran zu arbeiten, wäre in der Tat ein Teil der Voraussetzung dafür, dass die Aufgaben gelöst werden können, die alle vor uns sind, die nicht kleiner werden in den nächsten Jahren. Aber das setzt ganz ausdrücklich voraus, dass die, die sich für die Bestimmer halten,
endlich an die eigenen Maßstäben halten. – Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schäfer-Gümbel. Als Nächster hat sich gemeldet für die Landesregierung Herr Staatsminister Al-Wazir. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Kollege Schäfer-Gümbel hat gerade gesagt, ich hätte am Montag, wie er, wenn ich mich recht erinnere, gerade gesagt hat, ganz bewusst AfD und SPD in eine Reihe gestellt. Ich will Ihnen ausdrücklich sagen, dass ich das nicht gemacht habe, sondern ich will Ihnen aus meiner Sicht sagen, was am Montag nach dem Platzen von Jamaika mein Kommentar zur Lage war. Erstens. Mit der AfD verbietet sich jede Zusammenarbeit. Das ist eine Partei, die ist angetreten als Antisystempartei. Die will eigentlich im Grunde sagen, dieses Parlament, in das sie eingezogen ist, gar nicht. Insofern ist völlig klar, dass die von Anfang an selbst gesagt haben, dass sie keinerlei Verantwortung übernehmen wollen. Die Linkspartei hat gegen Ende des Wahlkampfs Ähnliches getan, wenn ich die Reden von Sarah Wagenknecht mir so betrachtet habe. Auch da, das ist ja eine Debatte, die wir schon seit Längerem führen, man kann durchaus einmal als Antiparteienpartei beginnen. Ich weiß ja, wie die GRÜNEN hier 1982 eingezogen sind. Aber irgendwann muss man sich schon die Frage stellen, ob man das schöne, wahre, gute immer nur fordern möchte oder auch in der Realität etwas verändern. Das ist eine Debatte, die müssen Sie intern führen. Aber es ist, glaube ich, unbestritten, dass auch die Linkspartei im Deutschen Bundestag für keinerlei Regierungskonstellation zur Verfügung steht momentan. Und die SPD, das weiß ich, hat gelitten an der Großen Koalition. Und sie hat auch dabei verloren an Prozenten. Und ich habe auch auf unserem Parteitag am Samstag, als wir über diese Frage debattiert haben, gesagt, dass man sich einmal vergegenwärtigen soll, dass Rot-Grün zusammen keine 30 % mehr bekommen hat. Natürlich muss das eine Partei innerlich umtreiben. Und dass dann, um den Laden zusammenzuhalten, so interpretiere ich das einmal, am Wahlabend sofort gesagt wurde, wir sind raus, das kann ich sagen, zu einem gewissen Maße verstehen. Kollege Schäfer-Gümbel, Sie haben angesprochen, dass teilweise Sachen gesagt wurden, die Sie an frühere und vergangene Zeiten erinnern, was die Sozialdemokraten angeht. Das werden Sie von mir nie gehört haben. Ich bin geschichtsbewusst genug, um zu wissen, dass Stichwort Bismarck, Stichwort Erster Weltkrieg, dass sozusagen der allfällige Vorwurf gegenüber Sozialdemokraten, sie seien vaterlandslose Gesellen, sagen, immer der Versuch war, sie außerhalb des politischen Systems zu stellen. So etwas käme mir niemals über die Lippen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Käme mir niemals über die Lippen. Aber Entschuldigung, die Demokratie hat ein Problem, wenn dann an diesem Montag dann die vierte Fraktion des Deutschen Bundestages sagt, wir wollen nicht regieren und am Ende eine Mehrheit im Deutschen Bundestag in einer Situation ist, dass sie sagt, wir wollen keine Verantwortung übernehmen. Darüber reden wir heute. Und das ist keine Gleichsetzung von SPD und AfD, das ist eine schlichte Feststellung der gegenwärtigen politischen Situation. Und dass inzwischen auch innerhalb der SPD Debatten gehen. Ich habe heute Morgen gelesen, was
Mike Groschek gesagt habe. Ich habe auch gehört, was Johannes Kahrs im Interview gesagt hat, dass auch innerhalb der Sozialdemokratie inzwischen Debatten anfangen über die Frage, ist das eigentlich eine Situation, die auf die Dauer gut sein kann, bestätigt mich darin, dass das im Kern nicht funktionieren kann, wenn eine Mehrheit im Deutschen Bundestag sagt, dass sie für Regierungsverantwortung nicht zur Verfügung steht. Nicht mehr habe ich gesagt, und nicht mehr habe ich gemeint, und nicht mehr sollte man hineininterpretieren. Vielen Dank. Vielen Dank. Das waren gut 4 Minuten. Das heißt, den Fraktionen sind noch einmal 4 Minuten Redezeit zugewachsen. Insgesamt 23 Minuten. Für die Sozialdemokraten sage ich, stehen noch damit 9 Minuten zur Verfügung. Als Nächstes hat sich gemeldet Frau Abg. Wissler für die Fraktion DIE LINKE. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Ministerpräsident, Sie haben eben in Ihrer Rede davon gesprochen, was aus Ihrer Sicht die großen gesellschaftlichen Fragen sind. Und Sie haben auch gesagt, was aus Ihrer Sicht nicht die großen Fragen sind. Sie haben gesagt, die große Frage für Sie ist nicht Soli oder nicht die Frage der Steuern. Sie haben gesagt, für Sie ist nicht die große Frage, ob der Dieselverbrennungsmotor 2030 ausläuft oder gar nicht. Ich will aber nur einmal sagen, dass es sich bei diesen Fragen durchaus um existenzielle Fragen handelt. Bei der Frage Verbrennungsmotor geht es um die Frage des Klimaschutzes. Und bei der Frage Soli und Steuern geht es auch um die Frage gleichwertiger Lebensverhältnisse. Und ich finde, genau das ist das Problem in der ganzen Debatte innerhalb der Union und bei diesen Jamaika-Sondierungen, dass Sie alles ernstens glauben, das seien nicht die großen Fragen. Das ist das Problem. Und dann haben Sie darüber gesprochen, was aus Ihrer Sicht die großen Fragen sind. Und dann haben Sie irgendwie eine Menge gesagt, was wenig konkret war. Und dann haben Sie wieder über Zuwanderung gesprochen. Und ich finde, das ist das Problem. Ich hätte mir gewünscht, dass die Union, dass CDU und CSU vor der Wahl Seehofer und Merkel nächtelang gerungen hätten über die Frage, wie wir im Klimaschutz vorankommen, wie wir die Kinderarmut in diesem Land begrenzen. Meine Güte, jedes fünfte Kind in Armut. Ich hätte mir gewünscht, dass man darüber ringt, wie man die Wohnungsnot bekämpft, wie man endlich gute Arbeit schafft und die Niedriglöhne zurückdrängt. Ich rede von den Besprechungen von CDU und CSU. Ich glaube, da sind die GRÜNEN jetzt wirklich noch nicht dabei. Ich rede von dem Ringen vor der Wahl, als CDU und CSU nächtelang darüber verhandelt haben, wie diese sinnfreie Obergrenze der CSU irgendwie in die CDU-Wahlplattform oder in die Unionsplanplattform reinkommt. Nächtelang hat man darüber gerungen. Und das war das große Thema gewesen. Und das hat sich aber, und da bin ich jetzt bei den Sondierungsgesprächen, das hat sich ja fortgezogen in den Sondierungsgesprächen. Wissen Sie, ich finde, was waren denn die großen Themen? Mein Problem bei diesen Jamaika-Sondierungen war nicht nur, über was Sie sich am Ende nicht geeinigt haben, sondern auch das Problem ist, über was Sie sich sehr, sehr schnell geeinigt haben und was überhaupt nicht Thema wurde. Die Frage der Umverteilung hat doch überhaupt keine Rolle gespielt. Die Vermögensteuer, die die GRÜNEN noch irgendwie einmal ansatzweise im Programm hatten, die haben Sie doch abgeräumt vor der ersten Sondierungsrunde. Die Frage von Armutsbekämpfung, die Frage Wohnraum, alle diese Fragen haben doch gar keine Rolle gespielt. Waffenexporte, das hat in den Sondierungsverhandlungen gar keine Rolle gespielt. Stattdessen war das Thema Zuwanderung wieder das entscheidende Thema. Und beim Thema Zuwanderung und Flüchtlinge geht es um die Frage Menschenrechte und Grundrechte. Und das dieses Thema bzw. der Abbau von Grund- und Menschenrechten, das war das in der Öffentlichkeit bestimmende Thema, meine Damen und Herren. Und das ist ein Problem dieser Sondierungsverhandlungen gewesen, meine Damen und Herren. Und ich finde, es sagt ja viel über eine Partei aus, die sich christlich nennt, dass eines ihrer offenbar wichtigsten Anliegen ist, den Familiennachzug für Kriegsflüchtlinge zu verhindern, nach dem Motto Frauen und Kinder zuletzt. Ich möchte Ihnen noch einmal ein Zitat von Norbert Blüm mitgeben.
der gesagt hat in diesen Tagen, wenn Familiennachzug ausgerechnet an der CDU scheitert, wünsche ich jedem Redner der Partei, dass ihm fortan das Wort im Hals stecken bleibt, wenn er die hehren Werte der Familie beschwört. Ich finde, recht hat Norbert Blüm. Und dass die GRÜNEN bereit waren, ja offensichtlich eine Obergrenze Leid zu akzeptieren, dass sie bereit waren, weitere sichere Herkunftsstaaten zuzustimmen und das dann auch noch mit Patriotismus begründen, ich muss ehrlich sagen, das hat mich schon fassungslos gemacht. Ich habe zwischenzeitlich mal gedacht, vielleicht haben die GRÜNEN die Größe, rauszugehen und zu sagen, nein, Grund- und Menschenrechte sind für uns nicht verhandelbar. Wir werden einer Obergrenze Leid nicht zustimmen und nicht der Ausweitung sicherer Herkunftsstaaten. Ich hätte mir gewünscht, die GRÜNEN wären aus diesen Sondierungen rausgegangen und hätten gesagt, Grund- und Menschenrechte sind nicht verhandelbar, meine Damen und Herren. Und nur weil die GRÜNEN ja dauernd dazwischenrufen, wir wollten ja nichts verändern. Herr Wagner, hier im Landtag gegen jeden unserer Anträge stimmen und uns dann vorzuwerfen, wir wollten nichts verändern, das halte ich schon, ehrlich gesagt, für ein bisschen perfide. Ihr Koalitionspartner, die CDU, hat einen Grundsatzbeschluss, niemals nie einem Antrag der LINKEN zuzustimmen, egal was drin steht. Und Sie haben sich diesem Antrag, Sie haben sich quasi diesem Beschluss unterwerfen sich doch. Wir können doch hier beantragen, was wir wollen. Wir können doch beantragen, was wir wollen. Sie stimmen doch dazu, stimmen doch dagegen. Und das, da können Sie uns doch nicht vorwerfen, wir wollten nichts verändern. Und da bin ich ganz dankbar, dass Thorsten Schäfer-Gümbel noch einmal an 2008 erinnert hat, Herr Kollege Wagner. Was haben wir denn da beschlossen? Wir wollen nichts verändern. 2008, das ist nicht an uns gescheitert, das wissen Sie ganz genau. 2008, was haben wir denn beschlossen? Wir haben die Studiengebühren abgeschafft. Wir haben G8 entschärft, die Härtefallkommission. All das war möglich in diesem Landtag, als die GRÜNEN sich noch nicht an die CDU gekettet haben. Da gab es auch noch sinnvolle Beschlüsse hier im Parlament, meine Damen und Herren. Und Herr Ministerpräsident, wir haben noch einiges mehr beschlossen in dieser Zeit. Wir haben einiges mehr beschlossen. Nur leider hatten wir es mit einer geschäftsführenden Landesregierung zu tun, die sich geweigert hat, demokratische Beschlüsse des Parlaments umzusetzen. Wir haben beschlossen, in die TDL zurückzukehren. Wir haben beschlossen, einen Abschiebestopp für Flüchtlinge aus Afghanistan. Wer war es denn, der sich hier hingestellt hat und gesagt hat, ihr könnt entscheiden, was ihr wollt? Ich setze das nicht um als Innenminister. Das war noch Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen May. Frau Kollegin Wissler, Sie haben ja gerade den Kollegen Schäfer-Gümbel zitiert. Können Sie denn mir noch beantworten, welches Ergebnis die Sondierung 2013 zwischen Ihnen und Herrn Schäfer-Gümbel aus Sicht von Herrn Schäfer-Gümbel ergeben haben? 2013. Herr May, Sie möchten, dass ich jetzt beantworte, was aus der Sicht von Thorsten Schäfer-Gümbel antworte. Also, ich kann Ihnen einmal sagen, was die Sondierungen 2013 ergeben haben, wo SPD, Grüne und Linke 20 Stunden miteinander sondiert haben. Das Ergebnis war, dass Sie sich entschieden haben, Herr Ministerpräsident Bouffier im Amt zu halten und Schwarz-Grün zu machen. Das war das Ergebnis. Dass die GRÜNEN haben am 18. Januar 2013 er hat nach Thorsten Schäfer-Gümbel gefragt. Am 18. Januar 2013 haben die GRÜNEN hier im Landtag Volker Bouffier zum Rücktritt aufgefordert. Und am 18. Januar 2014 haben Sie ihn zum Ministerpräsidenten gewählt. Das ist die Situation. Und Sie wissen ganz genau, dass es weder 2008 noch 2013 an uns gescheitert ist. Ja, Herr May, wir hatten eine ganze Menge Differenzen. Wir hatten Differenzen hinsichtlich der Frage der Schuldenbremse. Wir hatten Differenzen, weil wir gesagt haben, mit uns gibt es keine Schulschließung im ländlichen Raum. Wir haben gesagt, wir werden keinen Stellenabbau machen. Die GRÜNEN war eine grüne Entscheidung, zu überlegen, ob die Widersprüche und die Differenzen zu einer Rechtsaußen-CDU hier in Hessen einfacher zu überbrücken sind als zur LINKEN. Das war Ihre Entscheidung gewesen. Und Sie haben sich entschieden, Bouffier an der Macht zu halten und nicht auf den Politikwechsel zu gehen. Und deshalb sage ich mit Blick auf 2008, natürlich, eine Minderheitsregierung setzt voraus, dass eine Regierung und ihre Minister mindestens bereit ist, demokratische Mindeststandards zu akzeptieren und die Beschlüsse eines Parlaments umzusetzen. Das war das Problem 2008. Ich sage, natürlich haben wir jetzt auf Bundesebene eine andere Situation, weil wir haben die AfD im Parlament.
Und ich sehe natürlich die Gefahr, dass wir österreichische Verhältnisse hier bekommen. Und ich möchte nicht, dass die Mehrheit, die es gibt, aus Union, FDP und AfD genutzt wird für den Abbau der Bürgerrechte, für Verschlechterungen, für weniger Flüchtlingsschutz. Ich finde, die große Aufgabe, die man doch jetzt hat, ist zum einen, dieser wachsenden Gefahr von rechts etwas entgegenzusetzen. Das heißt, die AfD nicht immer stärker zu machen, indem man dauernd über ihre Themen redet. Und das Zweite ist, dass wir endlich Lösungen auf die drängenden sozialen Probleme in diesem Land brauchen. Wir haben eine zunehmende Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich. Und das große Problem ist, dass weder Jamaika noch die bisherige Große Koalition darauf Antworten gegeben hat. Das ist das eigentliche Problem. Und das ist schade, weil dringend notwendig es wäre, dass es in diesem Land zu einem Politikwechsel kommt, dass man endlich gegen Armut und Niedriglöhne vorgeht. Und dazu ist leider niemand bereit. Vielen Dank. Als nächstes spricht Herr Kollege Boddenberg für die Fraktion der CDU. Bitte sehr, Sie haben 23 Minuten. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich gebe zu, dass mir etwas längere Redenzeiten durchaus entgegenkommen. Es tut mich nach wie vor schwer, sehr komplexe Fragen in fünf Minuten Zeiten von Aktuellen Stunden zu beraten. Aber ich glaube, es ist auch, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, in Ihrem Sinne, dass wir schon ein bisschen tiefer einsteigen, wenn wir heute die Frage aufrufen, wie geht es eigentlich in unserem Land? Und damit meine ich natürlich nicht nur die Bundesrepublik Deutschland, sondern auch Hessen weiter. Sie haben ja eben einen sehr energischen und lautstarken Auftritt gehabt. Das will ich ausdrücklich nicht kritisieren. Ich bin nur nach dem, was Sie hier gesagt haben, immer noch nicht so ganz sicher, was wollen Sie eigentlich jetzt? Und das sage ich ausdrücklich nicht als Vorwurf, sondern das sage ich als ernst gemeinte Frage. Ich will einmal in Erinnerung rufen, dass wir seit dem Wahltag am 24. September, also vor rund 60 Tagen, alle miteinander nicht so recht wissen, was will denn jetzt eigentlich die Sozialdemokratie? Denn dass sie eine Entscheidung um 18.05 Uhr treffen, kann doch nur Folgendes bedeuten. Es kann doch nur bedeuten, Herr Kollege Schäfer-Gümbel und Herr Kollege Warnke, dass die Sozialdemokraten schon vor dem Ende des Wahltags vorbesprochen und beschlossen haben, wir gehen in die Opposition. Das glaube ich aber nicht, weil erst einmal muss ja der Wähler sprechen. Und es hätte ja auch sein können, dass Sie ein bisschen besser abschneiden. Oder aber beschlossen haben, wir nehmen jetzt einmal zwei Varianten. Das ist einmal sofort um 18.15 Uhr die Erklärung, wir sind nicht dabei, wie Sie es gemacht haben. Oder aber auch eine Schublade zu haben, unter bestimmten Voraussetzungen, wir sind weiter mit im Verhandlungsboot. Und dazwischen muss es ja irgendeine Grenze gegeben haben, wo Sie sich für das eine oder andere entschieden haben. Sie können mir nicht erklären, Sie sind eine urdemokratische Partei mit starken Gremien, dass Sie innerhalb von fünf Minuten diese so zentrale Frage entschieden haben. Sie können und müssen doch hier einmal erklären, wo war denn für Sie der prozentuale Punkt eines Wahlergebnisses, bei dem Sie am Ende links oder rechtsrum entscheiden wollten. Das hätte ich, und ich glaube, da geht es mir nicht alleine so, gerne einmal gewusst. Herr Schäfer-Gümbel, dass Sie heute hier so energisch auftreten und ich sage mal auch in einigen wenigen Momenten wieder einmal aus meiner Sicht etwas lamoriant auftreten. Sie reden hier von Häme. Ich weiß nicht, wovon Sie da reden, außerdem, dass es ja natürlich hin und wieder auch mal in dieser politischen Auseinandersetzung auch hier im Hessischen Landtag Formulierungen gibt, ja, die man vielleicht so interpretieren kann. Aber, lieber Herr Kollege Schäfer-Gümbel, Sie stehen und sitzen gerade vor dem früheren Generalsekretär der hessischen CDU und dem Fraktionsvorsitzenden der CDU hier im Hessischen Landtag. Also, wenn ich die Häme jetzt einmal so definiere wie Sie, dann kann ich hier stundenlange Vorträge halten, was wir denn so in den letzten Jahren haben hinnehmen müssen. Ich habe mich darüber aber nie beschwert. Heute Morgen hatten wir eine Debatte, da ging es um die Frage, wie robust führen wir eigentlich die politische Debatte. Und wenn ich mich robust daran beteilige, dann muss ich auch hinnehmen, dass es hin und wieder ein bisschen robust zurückkommt. Sie haben, Herr Schäfer-Gümbel, aus meiner Sicht aber eines erkennen lassen. Die SPD ist irgendwie, für mich jedenfalls, bezeichnet das Bild es am besten, auf einer Achterbahnfahrt. Und auch das sage ich wiederum ohne Häme, um es gleich vorwegzunehmen.
sondern ich stelle nur fest, und Sie haben von einem Riss in der Union gesprochen. Ja, wir haben in der Asyl- und Flüchtlingsfrage anderthalb Jahre, zwei Jahre ernsthafte Debatten innerhalb der Union gehabt. Wer wollte denn das verschweigen? Stand jeden Tag in der Zeitung. Und glauben Sie ja nicht, dass uns das gefallen hat. Glauben Sie ja nicht, dass mir jeder Satz, ich sage mal ganz bewusst, aus Bayern gefallen hat. Und glauben Sie ja, dass wir beispielsweise in der Runde der Fraktionsvorsitzenden der Parlamente auch mit den bayerischen Kollegen, aber auch mit den anderen Kollegen über die Frage gesprochen haben, was bedeutet für euch eine Obergrenze im asylrechtlichen Sinne? Und was bedeutet möglicherweise aber auch diese Zahl, die die Bayern dort in den Raum gestellt haben, in Richtung Signal an die Welt, dass wir glauben, und das ist ja jetzt der Kompromiss der Unionsseite, von dem Sie auch gesprochen haben, der leider nach dem 24.09. zustande gekommen ist, dass diese Zahl durchaus sagen soll, es gibt da auch eine Grenze dessen, was wir glauben, in diesem Land integrieren zu können. Und da will ich mal schon sagen, bis hin zu den LINKEN, und ich rufe erneut den Namen Wagenknecht in den Raum. Ich könnte über Herrn Lafontaine reden, ich könnte Herrn Gabriel zitieren. Parteiübergreifend haben wir alle miteinander Vertreterinnen und Vertreter in unseren Parteien und Parlamenten, die erklärt haben, ja, es gibt da eine Grenze der Belastungsmöglichkeit und Fähigkeit. Und da hat es jetzt einen Kompromiss gegeben. Und damit ist das, was Sie als Riss bezeichnen, wie ich finde, eben genau der Teil, über den wir heute Morgen geredet haben, nämlich ein typisches Ergebnis einer langen, zugegebenermaßen für mich auch eigentlich fast zu langen Phase der Kompromissfindung. Die Achterbahn der Sozialdemokraten, die ich angesprochen habe, die hat schon viel, viel früher begonnen, und die ist bis heute nicht beendet. Sie haben nach wie vor einen, aus meiner Sicht, tiefen Spalt in der Sozialdemokratie Deutschlands, ob Sie noch zu den Beschlüssen der rot-grünen Bundesregierung unter Kanzler Schröder stehen, ja oder nein. Mit Herrn Schröder haben Sie darüber hinaus ja noch ein paar andere, aus meiner Sicht durchaus verständliche Probleme. Das war der, der einmal erklärt hat, dass Herr Putin ein lupenreiner Demokrat sei. Ich weiß nicht, ob er das heute noch wiederholt. Er zeigt aber nicht, dass er sich von diesen Aussagen distanziert. Die Sozialdemokraten sind da hin und her gerissen, ob sie ihn jetzt dort hart attackieren und nehmen sollen oder ob sie es wieder wegnuscheln. Ich glaube, sie haben sich für Zweiteres entschieden. Das aber auch nur als Randbemerkung. Dieser tiefe Riss in der Sozialdemokratie ist am Ende so geendet, dass sich viele Menschen von der Sozialdemokratie abgewandt haben. Das ist ein Wählervotum, das man natürlich akzeptieren muss. Aber ich kann verstehen, dass es die SPD schmerzt, dass aus einer Volkspartei, die früher auch einmal Mehrheiten hatte, 40% und drüber an Wahlergebnissen hatten, die jetzt bei 20% gelandet ist, in einer schwierigen Phase ist. Und auch das, Herr Schäfer-Gümbel, noch einmal sage ich völlig ohne Häme. Ich stelle es nur fest. Und ich sage, Herr Kollege Rudolph, ich freue mich nicht jeden Tag darüber, dass das bei der SPD gerade so ist. Denn wir brauchen starke Volksparteien in unserem parteipolitischen Spektrum. Wir sehen gerade, wie es schwieriger wird, wenn es viele kleinere Parteien gibt, ohne dass ich denen zu nahe treten will, wenn es um Mehrheitsbildung geht. Und Kolleginnen und Kollegen, ich könnte jetzt Hartz IV sagen als dem zentralen Symbol der sozialdemokratischen Zerrissenheit, und das verstehe ich noch einmal ausdrücklich. Aber dann finde ich es ein bisschen unangemessen, dass Sie der Union vorwerfen, Stichwort Demokratieverständnis, dass die Union eben um einen wesentlichen Punkt von Politik dieser Tage, die Asylfrage und die Migrationsfrage, eben so lange gerungen hat, aber zu einem Ergebnis gekommen ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, dann kommen so Sätze in Ihrem Vortrag, die hessische CDU hätte schon immer nach dem Prinzip gehandelt, Mehrheit ist Wahrheit. Ich weiß nicht, ob Sie die Formulierung von mir mal gehört haben oder vom Ministerpräsidenten Volker Bouffier oder seinem Vorgänger. Ich meine mich nicht zu erinnern, dass wir das einmal so gesagt haben. Ja, aber wir stehen selbstverständlich dazu, wenn wir eine Mehrheit haben, Wählerinnen und Wähler sich für uns entschieden haben und für einen Koalitionspartner entschieden haben, mit dem wir gemeinsam regieren, dass wir diese Mehrheiten auch umsetzen. Wie wollen und sollen wir denn dem Wähler erklären, du hast uns zwar gewählt, wir haben einen Koalitionsvertrag gebildet, aber wir fragen jetzt immer die Opposition, ob sie nicht auch irgendwie dabei sein will. Ich sage ausdrücklich, dass ich es völlig in Ordnung finde, dass Sie häufig, auch in der letzten und jüngsten Vergangenheit, angeboten haben, dass Sie mitwirken wollen. Das ist völlig in Ordnung. Aber Sie müssen bitte einfach auch akzeptieren, wenn wir sagen, wir glauben, dass wir alleine zu einer guten Lösung kommen. Und wir haben ja gerade gestern noch oder vorgestern miteinander gesprochen. Sie haben den Anstoß gegeben, wollen wir uns nicht hier im Hessischen Landtag gemeinsam zu dem Verhalten der kuwaitischen Airline, einen israelischen Passagier nicht befördern zu wollen oder ihm die Beförderung zu versagen, verhalten.
Danke für diesen Anstoß, und ich sage das auch ausdrücklich, und vielleicht, ich weiß gar nicht, wie weit die Kolleginnen und Kollegen sind in der Formulierung, kriegen wir das auch hin. Das ist doch völlig in Ordnung. Aber Sie können nicht erwarten und am Ende immer den beleidigten Maxel spielen, wenn wir beispielsweise bei einer ganz anderen Frage doch, das sage ich einfach mal so. Ja, weil es kommt mir so vor. Dann sind Sie nicht beleidigt, dann sind Sie enttäuscht. Also, ich nehme das zurück. Ich entschuldige mich in aller Form. Sie sind enttäuscht. Oh. So, also, Herr Schäfer-Gümbel, Sie können nicht, wenn wir bei einer wichtigen Frage wie beispielsweise der weiteren Entwicklung des Frankfurter Flughafens hochkomplexe und intensive Gespräche mit allen Beteiligten führen, am Ende sagen, nur weil wir nicht dabei sein durften, ist das jetzt doof. Und ich bin eingeschnappt. Und das will ich ausdrücklich mal sagen. Das ist aus meiner Sicht kein Verständnis von der Demokratie, der Parlaments- und Parteien- und Fraktionsdemokratie, wie wir sie im hessischen Land pflegen. Wir gehen mal aufeinander zu. In einer wichtigen Frage, was die Frage des Asylpaketes anbelangt, haben wir vieles gemeinsam gemacht. Aber hin und wieder oder in der Regel regieren wir auch mit dieser Mehrheit in diesem Land. Meine sehr geehrten Damen und Herren, und ich komme mal dann zu dem, Holger Bellino guckt etwas skeptisch. Ich kann das nur darauf beziehen, dass es etwas später wird, vielleicht auch morgen. Aber das sollten wir jetzt miteinander ausfragen. Ich komme mal zu dem, was seit und in den letzten Tagen passiert ist. Und auch da sage ich ausdrücklich, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, Sie haben mehrere ansatzweise Botschaften verlautbaren lassen. Deswegen habe ich eingangs gefragt, was wollen Sie denn eigentlich jetzt? Jüngst werden Sie zitiert mit dem Satz, eine große Koalition ist im Moment nicht denkbar oder möglich. So in etwa haben Sie es, glaube ich, formuliert. Also, es könnte ja sein, dass Sie zumindest sagen, im Moment nicht, aber vielleicht kommen ja Entwicklungen, dass es dann doch möglich ist. Am Montag haben Sie unmittelbar nach dem Ende der Verhandlungen von Jamaika einen 100% apodiktischen Beschluss gefasst, wir machen nicht mit. Das war die ganz andere Entscheidung. Und heute sagen Sie hier, Stichwort Minderheitsregierung, es gäbe ja auch noch eine weitere Variante. Ich finde, der Ministerpräsident hat völlig zu Recht darauf gesagt, dass ein Land mitten in Europa, das größte volkswirtschaftlich, aber wie ich finde auch politisch durchaus gewichtige Land Bundesrepublik Deutschland, mitten in der Europäischen Union, mit mittlerweile und zunehmend auch globalen Verantwortlichkeiten, dass ein solches Land nicht regiert werden kann, und ich bin noch gar nicht bei der Innenpolitik, ich bin bei der Außenpolitik, regiert werden kann ohne eine klare Haltung, das versteht sich doch von selbst. Und da reden wir in der Außenpolitik über die Frage, wie geht es denn weiter in den Flüchtlingslagern? Das will ich noch einmal in Erinnerung rufen. Eine der zentralen katastrophalen Entwicklungen in der Weltpolitik war Januar 2015. Ich habe das hier schon einmal gesagt. Die Halbierung der Mittel für Flüchtlinge in Flüchtlingslagern im Libanon und in angrenzenden Ländern von 27 auf 14 Euro pro Monat, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wollen wir demnächst stundenlang, tagelang, wochenlang im Deutschen Bundestag darüber verhandeln, wie wir denn mit solchen Notwendigkeiten sehr schnell Entscheidungen zu treffen? Und ich nehme mal ganz bewusst diese Entscheidung. Das war in wenigen Tagen eine Entscheidung, die an uns vorbeigelaufen ist. Wollen wir da nicht in der Sekunde reagieren können? Und ich könnte Ihnen ganz große, viel weitergehende Fragen, nicht was das Menschliche anbelangt, das ist das Schlimmste, was ich in den letzten zwei, drei Jahren erlebt habe, was dort passiert ist. Viel andere und größere und bedeutendere Fragen stellen. Wie gehen wir denn mit den Vereinigten Staaten um? Ja, es sind die Abkommen angesprochen worden, auch das Abkommen mit Kanada. Aber wie verhält sich die Bundesrepublik Deutschland zu dem, was Herr Trump dort weltweit anrichtet? Wir müssen auf Herrn Macron eine Antwort finden, das haben Sie gesagt. Und da haben Sie in dem Zusammenhang auch gesagt, Europa muss endlich eine gemeinsame Haltung haben. Wie soll denn Europa in wesentlichen und wichtigen Fragen, beispielsweise über die Grundsatzfrage, wie geht es mit der Europäischen Union weiter? Bleibt es eine föderale Struktur, wie wir sie jetzt haben? Bleibt es ein Staatenbund oder wird es irgendwann ein Bundesstaat? Das sind Fragen, die auch heute in ersten Ansätzen diskutiert werden müssen oder vielleicht schon lange diskutiert werden, aber wo wir sukzessive zu Entscheidungen kommen müssen. Und wie wollen Sie, wenn Sie erwarten, dass die Europäische Union sich außenpolitisch, verteidigungspolitisch, flüchtlingspolitisch zusammenrauft, wie wollen Sie denn diesen Zusammenhalt in der Europäischen Union erwarten, wenn wir Deutschen es noch nicht einmal hinkriegen, eine einheitliche, mit einer Stimme sprechende Politik der Bundesrepublik Deutschland zu haben? Da geht eine Minderheitsregierung nicht. Und da geht es aus meiner Sicht nicht, dass man mal schaut, wer ist denn gerade jetzt mal dabei und wer zieht sich ansonsten in einer Minderheitsregierung, könnten das ja dann die einzelnen Fraktionen alle handhaben, außer der, die die Federführung hat. Wo ziehen wir uns zurück und schauen zu und verteilen Noten? Was gewinnen wir denn mit einer Minderheitsregierung? Zeit,
Für wie lange? Für 2 Monate, für 4 Monate, für 6 Monate? Wissen Sie das? Ich weiß das nicht. Ich glaube nur, dass wir auf dem Weg zu einer Neuwahl, die dann eben etwas später kommt, aber dann doch kommt, unglaublich viel Frustration und Enttäuschung und Verwirrung der deutschen Gesellschaft, der deutschen Wählerinnen und Wähler hätten und nichts sonst gewonnen hätten. Das war mein Appell heute Morgen. Das war mein Appell heute Morgen. Und ich will zum Schluss kommen, lieber Holger Bellino. Das war mein Appell von heute Morgen, dass wir noch einmal alle darüber nachdenken. Und ich empfehle die Lektüre von dem Autor der FAZ, Altem Bockum von gestern, der sich genau mit der Frage beschäftigt, wozu sind eigentlich Wahlen da? Was sagt denn unsere Verfassung zu dem, was wir heute an Zustand haben? Wie wollen wir den Menschen erklären, dass man jetzt eine, für den Fall einer Neuwahl eine Bundeskanzlerin oder einen Bundeskanzler wählt, um am Ende aber mit dieser Wahl die Absicht eigentlich zu verbinden, dass der dann gleich wieder die Vertrauensfrage stellt und abgewählt wird? Wie wollen Sie das denn erklären? Es ist die Ultima Ratio, ja. Aber ich finde, bis dahin haben wir alle die Verantwortung, noch einmal, ich wiederhole das, tief und intensiv und kompromissbereit nachzudenken, ob es nicht doch den Weg der Verständigung zumindest zu weiteren Gesprächen gibt. Und ein allerletztes will ich nicht weglassen. Sie haben diese Woche gesagt, Merkel macht das ja nur aus Gründen des Machterhalts. Also den Vorwurf finde ich schon einigermaßen, ich sage ganz bewusst, unerträglich. Ich finde den unerträglich, diesen Vorwurf. Die Bundeskanzlerin hat, ich habe es heute Morgen gesagt, gemeinsam mit Volker Bouffier und vielen anderen Beteiligten von 4 Parteien versucht, etwas hinzubekommen. Und man konnte sich nicht so ganz des Eindrucks erwehren, dass manche natürlich naturgemäß am Ende mit dem Scheitern von Jamaika versucht haben zu verbinden, dass auch das Scheitern der Bundeskanzlerin. Das ist ihr gutes Recht. Ob es in Ordnung ist, dass ausgerechnet die Seite, die das Risiko eines Scheiterns gar nicht erst eingehen wollte, diesen Vorwurf formuliert, das überlasse ich dem Publikum, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und eine allerletzte Frage, weil auch die müssen Sie beantworten, Herr Rudolph, mag ja langweilig sein für Sie, ist mir aber egal. Sie müssen noch eine weitere Frage beantworten. Was passiert eigentlich nach der möglichen Neuwahl? Was ist denn dann die Aussage der SPD? Mit wem wollen Sie dann regieren? Was sagen Sie denn Ihren Wählerinnen und Wählern vor einem weiteren Wahlgang? Also, es kann sein, dass wir deine Stimme, mit der du ja eigentlich beabsichtigst, dafür zu sorgen, dass die SPD regiert, auch nutzen und dann mitregieren. Aber wenn uns das Ergebnis nicht so gefällt, dann lassen wir das. Dann hast du uns mit deiner Stimme, trotzdem du das anders wolltest, in die Oppositionsrolle gezwungen. Was sagen Sie Ihren Wählern und Wählern? Ich wünsche gute Verrichtung bei der Ansage an das Publikum bei einem eventuellen Wahlgang, einem weiteren Wahlgang. Und ich hoffe, dass Sie noch einmal intensiv gemeinsam mit uns über alternative Wege nachdenken. Herzlichen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren, fürs Zuhören. Vielen Dank, Herr Kollege Boddenberg. Ich nutze die Gelegenheit und begrüße auf der Besuchertribüne den Botschafter der Republik Rumänien, seine Exzellenz Herrn Dr. Emil Horesianu, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie dem Hessischen Landtag einen Besuch abstatten. Vielen Dank.